Leute, es ist endlich soweit. Der Battle Pass Trailer ist draußen und es fehlen nur noch wenige Stunden bis zum Release von XDefiant. Ich möchte euch gleich den Battle Pass Trailer zeigen. Vorab nochmal eine Information zu den, jetzt geht's schon wieder los mit dem Sprachfasching, zu den Twitch Drops. Die ein oder anderen hatten da natürlich völlig zu Recht gesagt, Mensch, die Twitch-Drops sind doch normalerweise immer bei allen Streamern, die dieses besagte Spiel streamen, aktiv. Das ist richtig. Und das wird jetzt auch für den XDefiant Twitch-Drop Spaß auf Twitch genauso sein. Denn es gab heute noch einen offiziellen Post, dass bei allen Streamern das aktiv ist. Warum dachte ich, dass das nur für Ubisoft-Member ausschließlich ist, also Partner, die Early Access und irgendwelchen Stuff rund um diesen ganzen Spaß bekommen. Es ist ganz einfach und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da so ein bisschen von Ubisoft verarscht, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin nun Partner, habe eine spezielle Creator-Plattform, wo dir Kampagnen vorgeschlagen werden. Ähnlich wie bei EA und Apex Legends. Wenn ich ein Early Access zur neuen Season habe, kriege ich das einige Zeit vorher mitgeteilt, dass das exklusiv ist. Logisch, und so soll es auch sein. Und genauso ist es mit den Twitch-Drops. Vor 2 Tagen kam nämlich die offizielle Exklusiveinladung für die Twitch-Drops, wo steht, alles das musst du beachten, das musst du erwähnen, das musst du in deinen Text klatschen. Also gehst du natürlich als Ubisoft Partner davon aus, dass es exklusiv ist, was total bescheuert ist, denn es ist null exklusiv, jeder kann es nutzen, was eine feine Sache ist. Nicht falsch verstehen, es ist geil, dass ihr an keinen bestimmten Streamer gebunden seid, um euch die XDefiant Twitch Drops abzuholen. Wer sehen möchte, wie die Twitch Drops aussehen, es sind ein paar interessante Skins dabei, auch Waffen-XP-Boost 6 Wochen, dann geht der ganze Spaß, der sollte mein letztes XDefiant-Video gucken. Dort sage ich nämlich, dass das wohl scheinbar exklusiv ist. Und das kannst du eigentlich nur so interpretieren. Das ist ein bisschen, naja, da muss ich wahrscheinlich mal eine Mail schreiben, eine etwas längere, dass das ziemlich hohl ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Leute, wir sehen uns morgen 19 Uhr. Vielleicht bin ich schon 18:30 Uhr am Start. Ich versuche es nicht nur vielleicht. Ich bin sicherlich 18:30 Uhr spätestens am Start. Ich streame dann endlich in die Veröffentlichung von XDefiant rein. Dann sind die Twitch-Shops aktiv. Viel Spaß jetzt mit dem Battle Pass-Trailer, der einiges Interessantes zu bieten hat. Optisch für die verschiedenen Klassen und Waffen. Viel Spaß damit, haut rein, ciao. Close.